Am 6. November hatte die IHK zu Schwerin zu einer Pressekonferenz in das Ludwig-Bölko-Haus eingeladen. Thema: die Schweriner Wissenschaftswoche 2023. Vom 20. bis 24. November locken zahlreiche Wissenschaftseinrichtungen, Institutionen und Unternehmen in der Landeshauptstadt Wissenshungrige in ihre Häuser. IHK-Hauptgeschäftsführer Siegbert Eisenach erläuterte das umfangreiche Programm unter dem Motto »Auf dem Weg ins Universum«. Das Universum ist sozusagen der große Überbau. Wir haben einige Unternehmen, die produzieren für die Raumfahrt. Das wollen wir eben auch aufzeigen. Auf der anderen Seite gibt es das Universum auch im Kleinen, also gerade Hirnforschung, Nervenzellen und wie die Auswirkung von Arzneimitteln auf den menschlichen Körper sich darstellt. Und all das wird im Rahmen der Wissenschaftswoche thematisiert. Für den Verein Förderer von Hochschulen in Schwerin ist Joachim Wegrath mit auf dem Weg ins Universum. Der Verein verbindet mit der Schweriner Wissenschaftswoche durchaus auch strategische Ziele. Weil damit in aller Deutlichkeit vermittelt wird, welche Themen stehen aktuell im Vordergrund. Da knüpfen wir an das jeweilige Wissenschaftsjahr des Bundes. Und zum anderen, dass wir mit hochkarätigen Referenten Know-how reinholen, Kontakte dadurch verknüpfen und vielen Unternehmen die Möglichkeit bieten, hier teilzuhaben. Mit zahlreichen Veranstaltungen versuchen die Mitwirkenden aus Stadt und Land, die Menschen in und um Schwerin für Wissenschaftsthemen zu begeistern. Wir bringen uns einerseits durch die beiden Vorträge ein, die wir dort anbieten werden. Es geht um ein Forschungsprojekt zur Zulieferindustrie, zur Luft- und Raumfahrttechnik. Und dann geht es nochmal um das Thema astronomische Navigation von unseren Kollegen vom Standort Rostock-Warnemünde geleitet. Und zwar werden wir am Freitag an dem Schülertag einen kleinen Slot von einer halben Stunde haben. Das ist zwar erstmal nicht so viel, aber trotzdem wird es sehr intensiv werden, weil wir werden genau nämlich die zwei Sachen kombinieren, also Theorie und Praxis. Wir werden den Schülerinnen und Schülern was mit auf den Weg geben und so ein bisschen sie inspirieren und einen Impuls setzen, was sie denn so mit ihrem eigenen Universum machen können. Ja, sehr wichtig für die Landeshauptstadt Schwerin ist es, dass an diesem Format die Schüler sozusagen an Schwerin gebunden werden, also frühzeitig erfahren, welche Ausbildungsmöglichkeiten und Studienmöglichkeiten es in Schwerin gibt und damit wir die Fachkräfte für die Zukunft ausbilden und ihnen präsentieren, was für Möglichkeiten Schwerin bietet. Also kommen Sie mit auf dem Weg ins Universum. Die Partner der Schweriner Wissenschaftswoche sorgen für sicheres Geleit. Weitere Informationen unter schweriner-wissenschaftswoche.de.